And her current project is called The Luxury of the Private Life, A Privilege for the Lucky Few. So maybe this is a question of her talk too. Her talk will be all about the philosophical concept of privacy, why we need to protect it, and why we need to protect it because we want to prevent totalitarianism. Sorry, it's very early for me too. So I'm very, yeah, delighted to hear the talk because I'm a fan of Hannah Arendt myself. So it's your stage now, and have fun. Thanks. Thank you for the kind introduction. I'm very excited to be here and that the organizers picked my talk. You can see the topic and the title of my talk on my first slide. And I have to admit that there are already a few questionable points about it. Actually, all of them, as you can see. Louder? I don't know. Louder? Do you hear me now? Is that better? Okay. Okay, so can you hear me better now? Should I speak louder? Does it help? Yeah, okay. Okay, thanks. Okay, thanks. So if you can hear me now, I'm going to tell you what you can question about my title. First, there is the notion of household, which has been criticized as a concept of privacy by the feminist theorists. If you say that the private realm is just the household sphere, I'm going to come back to all of these topics, just a brief idea on why every title can be questioned. And then the totalitarianism point. I don't know if you know that totalitarianism is a term which has been defined in the 20th century to describe what is common between National Socialism and Socialism do have in common, and that's why some people are not very happy with this talk, with this term, sorry. And then the word cyberspace, I guess in this, with this audience, I don't have to explain that it is rather old-fashioned by now already, like a 90s term. And then I promised you that I'm going to talk about philosophical perspectives on privacy, but I'm going to talk about other concepts too, because today's privacy research is very interdisciplinary. Okay. Okay. And that might be too loud. Okay, so I'm going to talk about the definition of other disciplines too. Is that my fault? No, it isn't. And then yesterday, a person pointed out to me that even the word privacy, of course, is problematic in itself because some people do claim that we are in a post-privacy era now. And then Hannah Arendt, as I'm going to explain later, herself is also a kind of problematic theorist in some points. So what I'm going to do today is I'm trying to briefly define what privacy means, and then I'm going to say what Hannah Arendt means by privacy, and I hope I can make some points about why we need to protect privacy, and I'm going to draw on some examples from the current discussion today. So if there is one thing that privacy scholars and privacy activists do agree on, then it is that privacy is hard to define. And that's the reason why we very often use metaphors to describe the private. For example, the word realm, the private sphere, very often they are spatial images to grasp this concept of the private. And then there is another problem that the German terms that are being used, like Privatsphäre or Kernbereich privaten Lebens, which is a term by the German Constitutional Court, they don't have the exact same meaning as the word privacy in English. So we have to deal with that too.
And a lot of these definitions are ex-negativo definitions, which means they do describe the opposite of the public, or let's say the private is only defined as the opposite of the public, which of course poses the question whether the private doesn't have points in itself and can be defined as a concept by its own. And attempts to define privacy are mostly normative, and some of them are descriptive. But as I brought this quote by Beate Rössler, as nothing in the realm of the private, of course those concepts are normative. And very often they already claim that the private needs to be protected. And there is a close relation to other abstract nouns like freedom and security, as for example, you know, a lot of politicians try to tell us that we only can have one of them and not all together. So brief historical overview. The first definition of privacy can be seen in Aristotle's Politics, when he describes the difference between the oikos, which is the household, and the polis, the political public sphere. But it has been questioned whether this is really the exact same thing that we do mean when we talk about privacy and publicity today. So in the medieval times, in the Middle Ages, the private-public distinction didn't play a big role because the church was influencing everything. So it's actually with the liberalist theorists of the 17th century that the real debate about public and private does begin. Even though some of them don't use the word privacy, for example, Thomas Hobbes, which I've named here as first example, he talks about expression of freedom, free expression of mind, and about the religious freedom. So, but that can be seen as a private. And then there is at the end of the 19th century a very influential paper by Samuel Varin and Louis Brandeis, which some of you might know, because they defined or they claimed a right to be let alone. But those are lawyers, they are not philosophers. So. And then in the 20th century, I have Norbert Elias, who talked about the private before the Second World War. But the others I've named here, they are dealing with the private in relation to what happened during the Second World War or during the Shoah, we have to say. Very important is also the feminist critique in the 1960s and 1970s. I already mentioned it earlier. Then I brought some of the names of the feminist theorists who have written influential papers, because of course if we consider the private realm as a realm into which the state or the government isn't allowed to interfere at all, then this realm can, for example, cover up violence against children. And so, of course, there are legal issues with this, and in Germany, for example, related to this feminist critique, the marital rape, which means the Vergewaltigung in der Ehe, is only strafbar, I use the German words, since 1997, which means that a wife which has been raped by her husband didn't have any chance to report this to the police, or she could report it, but it wouldn't have been considered as a crime as long as they are married. As well as education without violence, I translated it, it's das Recht auf gewaltfreie Erziehung for children, for Kinder. In 2000, it's, in German we say it's die berühmte Ohrfeige, die nicht schadet, which finally did become a crime. And of course, there is the informationelle Selbstbestimmung, the informational self-determination, which has been defined by the Bundesverfassungsgericht, the German Constitutional Court, in 1983 in terms of the macro-census case. Sorry. And here we already see that those are all
issues which are can be defined as private issues, but they are so broad that scholars tried to grasp them better by defining dimensions of privacy. And for example, there is a proprietary privacy, the local dimension of privacy, the decisional dimension of privacy, then informational privacy, and there very important are the temporal aspects of privacy. And to define those better, I'm again quoting Beate Rössler, who says that decisional privacy, which is closely related to decisional freedom, actually, is a claim, is when someone claims the right to protection from unwanted access in the sense of unwanted interference or heteronomy in our decisions and actions. So we have to be able to make our own decisions, and this word decisional privacy comes from the US-American debate about abortion, for example. Then informational privacy, this is what we also call data protection. It means when people claim access to information about them that they have no desire to see in the wrong hands. And then there is the local dimension of the private, which is sometimes considered to be the classical definition. It is the right to protection against the admission of other people to spaces or areas. And the proprietary dimension is very closely related to the latter one. So I come to the philosopher I'm going to talk about today, Hannah Arendt, who is a political theorist from the 20th century. She was a German Jew, and she had to emigrate from Germany in 1933, first to France, then later in the 40s to the USA. And she was a philosopher before she had to emigrate, but then she said she doesn't want to touch any intellectual thing again. Luckily, she changed her mind on that later on, because otherwise she wouldn't have written all these great works. But she first didn't write anything again because she said, how could I, with what is happening in Germany or in Europe, how could I just write philosophy again? And so she kind of changed to political theory. And her most famous books are her report on the Eichmann trial in Jerusalem, Eichmann in Jerusalem. And it has been criticized a lot because, it was a real big, it caused a debate in the Jewish community in the States and also in Israel. And two other famous books of hers are The Origins of Totalitarianism, which appeared already in, was published in 51 already. And The Human Condition, which in German is called Vita Activa. Also very interesting about Arendt, because a lot of her works do have two separate versions. Like the English version she wrote, and then she made the German translation and changed a lot of the text. And she has been criticized because she was not a feminist and might even be considered to be anti-feminist. And her methods are kind of interesting because she has kind of an eclectic style, and she quotes from the Bible and from poems, kind of a mix, but she said she wrote to be able to understand, and that's what interested her. She didn't want to write a coherent theory. One thing she was criticized about too was her paper on the Little Rock debate. I'm going to come back to that later. Hannah Arendt's motto, as I call it here, is "This never ought have happened." Dies hätte nie geschehen dürfen in German. She meant by this, as she clarifies herself, the Holocaust, the Shoah, but not only, as she says, the number of the victims and the brutality of what had been done, but the mass fabrication of bodies. These are her words. The terror and the murder was industrialized.
And this is also the starting point from her political theory. I give you a very brief overview about her ideas, other than her ideas on the private, which I will explain later, because in fact she is a philosopher of the public, actually. The public realm was very important to her. She wanted to protect it because it was what had been destroyed in totalitarian systems. The realm in which people can come together and act freely together politically. We've seen that interestingly in the Arab Spring, where also people needed spaces to come together and act together. And here we also see that the totalitarian systems for her are different from what had been there before, because the public realm, as Arendt says, was already destroyed in dictatorship before. But the totalitarian systems also destroyed the private sphere. So we need this public realm to act together politically. And this action, or how Arendt defines it, does have unforeseeable consequences, and it's a spontaneous thing, which is in contrast to mere behavior. Very important for Arendt is also the what she calls natality, because usually philosophers since Socrates are saying that what makes a human human is that he's mortal, but Arendt says, before a human being is mortal, they do have to be born to be able to start a new beginning. And the other term which is important for us, plurality, which means that we always are in the world with other human beings, and we are always born into the world which is already made by human beings. And the political tradition since Plato, as well as the totalitarian systems, they tried to replace action with behavior, as Arendt calls it. They only wanted people to behave, because behavior apparently is predictable, and whereas action isn't at all. And one famous claim Arendt made too was the so-called right to have rights, because based on her experiences the 20th century, she said, it happened that the rights only were for people who had a certain nationality or citizenship, and not for everybody. And a lawyer once told me when I mentioned this in a talk, he was like, yeah, but we have the Universal Declaration of Human Rights, why do we need this? But I guess yesterday in the talk from Anna about the NSA Untersuchungsausschuss, this problem came up again, that the rights only are for universal rights are only for people with a certain passport. So what does Arendt say about the private? In the already mentioned book, The Human Condition, she undertakes a historical analysis about what has been private before, and she said that in the ancient Greek polis, in antiquity, the public and the private have been separated by a wall, which was the wall of laws, actually. The laws were like a pre-political thing, which they kind of were defined, and then after this, after the constitution of the polis, it existed like this, and there were no possibility that the public affairs became private and the other way around. But then, as Arendt says, in modern times, the private things, or some private things, came into the public sphere. One example for this, or the example for this, is a political economy, which Arendt says had been an oxymoron for the ancients. But now it's important to talk about economic affairs in the public sphere, and that's how the society came into being. And then there was the intimate, which kind of was invented, as she says, to replace the private, because people need this realm, and so since it wasn't there anymore, we had the social and the intimate, and the public and the private were like merged into the society. And then in totalitarian systems,
as I already said, they try to influence every aspect of human life. And so ideology kind of influenced everything, and according to Arendt, that's what they tried. They didn't succeed entirely, but this is a public-private in the totalitarian systems. Arendt herself makes clear that she is interested in the local dimension of the climate. And she says this is from a talk in 1975, just right before her death. She says that it should be clear that my distinction between private. Sollte deutlich sein, dass meine Unterscheidung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen von der Örtlichkeit abhängt, an der sich eine Person bewegt. And very closely connected to this local dimension. Und sehr eng mit dieser örtlichen Dimension verbunden ist die proprietäre Dimension von Privatheit. Wie ich sagte, sie sind nicht getrennt, sie beeinflussen sich gegenseitig. Die proprietäre Dimension definiert Arendt als the property is a precondition for local privacy. Das Eigentum ist eine Voraussetzung für die örtliche Privatheit. Meant to attain the highest possibility of human existence. To have no private place of one's own. Keinen eigenen privaten Platz zu haben, wie ein Slave, heißt, nicht länger menschlich zu sein. Und das klingt wirklich sehr harsch. Man kann verstehen, warum Leute sie dafür kritisierten. Und natürlich waren die Sklaven Menschen, aber sie redet hier von antiken Weltansichten. Das wird normalerweise als Privatheit in Arendts Texten verstanden. In meiner Doktorarbeit habe ich mich aber noch weiter damit auseinandergesetzt und eine Entscheidungsdimension der Privatheit in ihren Texten entdeckt. Diese Zitate stammen aus dem bereits erwähnten Little Rock-Artikel von Arendt. Little Rock ist die Hauptstadt von Arkansas. Der Artikel wurde in 1959 veröffentlicht und basiert darauf, dass in 1964 die Entscheidung des obersten Gerichtshofs der USA getroffen wurde, dass schwarze Kinder auch an Schulen mit weißen Kindern zusammen lernen durften. Und der Gouverneur von Arkansas war damit nicht einverstanden und schickte Truppen, um die schwarzen Studenten vom Betreten der Schule abzuhalten in Little Rock. Das waren nur circa 9 schwarze Schüler, aber so geschah es eben. Und dann schickte Präsident Eisenhower ebenfalls Truppen dorthin und das Militär schützte dann die schwarzen Schüler, sodass sie in die Schule gehen konnten. Arendt sah ein Bild davon in der Zeitung von einem afroamerikanischen Mädchen, das von ihren weißen Mitschülern oder noch nicht Mitschülern belästigt wurde. Und Arendt war der Meinung, dass dies nicht geschehen sollte, denn wir sollten unsere politischen Kämpfe nicht mit den Kindern austragen, denn die Kinder sollten geschützt werden. Sie dachte das nicht wirklich bis zum Ende durch und stellte sich dann am Ende auf die Seite von Rassensegregation. Deswegen mag das auch etwas unangenehm sein, aber dieser Kontext sollte eben berücksichtigt werden, wenn wir jetzt diese Zitate anschauen. Die Regierung ist auch verantwortlich für die Bildung eines Kindes, insofern als das Kind zu einem Bürger werden soll. Aber ich würde der Regierung das Recht absprechen, mir zu sagen, in wessen Gesellschaft mein Kind diese Instruktion erfahren sollte.
das Recht der Eltern zu entscheiden, das Elternrecht ihre, nein, das Elternrecht, solche Angelegenheiten für ihre Kinder zu entscheiden, bis sie erwachsen sind, wird nur von Diktaturen herausgefordert. Und das Elternrecht, ihre Kinder so groß zu ziehen, wie sie es für richtig halten, ist ein Recht auf Privatheit, das zu Heim und Familie gehört. Elternrechte über ihre Kinder sind rechtlich nur durch die Schulpflicht und nichts weiter eingeschränkt. Da sind auch die zeitlichen Aspekte von Privatheiten, die sind auch halbwegs klar, aber in der Debatte werden sie nicht immer genug unterstrichen. Deswegen habe ich dieses Beispiel mitgebracht. Und zwar dieses Beispiel aus der Antike, die durch die Verschwindung des Golfes, ja, dass die Menschen immer aus ihrem Haushalt herausgehen müssen und dann in die Öffentlichkeit hinausgehen können, ist ein modernes Phänomen. Die Öffentlichkeit hat sich... Der Vorsitz des Haushalts ist, dem es erlaubt, die Privatsphäre automatisch zu trennen. Das war natürlich ein männliches Privileg. Aber die Frage war natürlich, dass sie das täglich machen mussten. Ich habe zwei Zitate für dimensionalen Aspekt von Privatheit. Und das ist vielleicht etwas, das nicht heutzutage nicht zu sehr überraschend ist, gerade vor diesem Publikum. Aber ich werde jetzt das erste Zitat vorlesen. Die Polizei in Satellitenstaaten hatten Kaderkarten für jeden Bürger in dem Land, auf denen vermutlich nicht nur beeinträchtigende Informationen festgehalten wurden, sondern auch Informationen auf Assoziationen, Freunde, Familie und Bekannte, die sehr viel wertvoller sind für totalitären Terror. Und natürlich werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, worauf ich damit hinaus will. Ihr habt wahrscheinlich auch gestern den Talk von Simon gehört über die Stasi-Akten. Und um zu klären, was ich damit sagen will, habe ich noch ein anderes, ein sehr langes Zitat mitgebracht. Aber es ist so gut, dass ich es in Gänze vorlesen will. Es heißt, dass die zaristische Geheimpolizei, die auch Grana, ein besonderes Registrierverfahren erfunden hatte, wonach jeder in Russland Verdächtige auf einer Riesenwandkarte durch einen roten Kreis, in dessen Mitte sein Name stand, vermerkt wurde. Kleinere rote Kreise mit dem Kreis des Hauptverdächtigen verbunden kennzeichneten seine politischen, grüne Kreise seine nicht politischen Bekannten. Offensichtlich hat diese Methode die gesamte Bevölkerung so zu katalogisieren, dass man nicht nur sie selbst, sondern auch die Erinnerung an sie absolut beherrscht, ihre Grenzen nur an der Größe der Wandkarte. Die technisierte Polizei unter totalitären Bedingungen träumt davon, mit einem Blick auf die Riesenkarte an der Bürowand ausfindig machen zu können, wer zu wem Beziehungen hat. Und dieser Traum ist es, nur etwas schwierig in seiner technischen Ausführbarkeit. Gäbe es diese Wandkarte, könnte sie es ermöglichen, Menschen wirklich spurlos verschwinden zu lassen, so als hätte es sie nie gegeben. If this map really did exist, not even memory would stand in the way of the totalitarian claim to domination. Such a map might make it possible to obliterate people without any traces, as if they had never existed at all. Einige von Ihnen wissen natürlich schon, was ich jetzt sagen werde, denn ganz offensichtlich redet Hannah Arendt über Metadaten, ohne den Begriff zu verwenden. Diese Grenzen der Karte gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil wir dieses Ding haben, wo Menschen ihre Daten freiwillig abgeben. Und das ist natürlich nicht verwunderlich für diese Zuhörerschaft. Und das hier ist ein Bild, was ein Praktikant bei Facebook gemacht hat, über Freundschaften in unterschiedlichen Ländern. Das Zitat ist ein Buch, das 1951 veröffentlicht wurde, also Ende der 40er.
Sie redet über die Geheimpolizei der Zaren. Also die Frage war, woher das Zitat war. Aber es geht natürlich um ein Phänomen, was schon viel früher stattgefunden hat, am Beginn des 20. Jahrhunderts. Also Metadaten. Ich springe jetzt zeitlich nach heute, zu den heutigen Debatten, weil Arendt davor gewarnt hat, unser Verhalten zu beeinflussen. Weil in der Tradition man versucht hat, Handeln durch Verhalten zu ersetzen, weil das eben kalkulierbar ist. Man kann vorhersehen, was wir tun werden, und wie wir alle wissen, ist das genau das, was gerade passiert. Ich habe gerade etwas gelesen über Chinas Citizen Score. Da werden Informationen über alle Bürger gesammelt und die bekommen Punkte für korrektes Verhalten. Zum Beispiel, wenn ein chinesischer Bürger ein Visum beantragt, zum Beispiel für Europa, müssen sie eine bestimmte Punktzahl erreichen, um das Land zu verlassen. Sie sammeln also alle Informationen, zum Beispiel durch Suchanfragen. Und es geht natürlich auch immer um Verhältnisse zwischen Menschen. Die Frage, wer ist mein Freund? Mit wem bin ich befreundet, wenn ich das Land verlassen möchte? Dann gibt es natürlich noch Behavioral Advertising, also Verhaltensmarketing. Und da Firmen interessieren sich natürlich sehr für unser Suchverhalten, um es vorherzusagen und uns auf uns abgestimmte Werbung zu senden. Dann gibt es noch das Phänomen der Filterblaser, das muss ich in diesem Kontext nicht weiter erläutern. Aber es geht darum, je mehr ich bestimmte Suchen tätigen, desto mehr sind meine Suchergebnisse auch auf meine Suche abgestimmt. Dann gibt es noch natives Marketing und native Werbung. Das ist ein neues Phänomen, denn wir benutzen natürlich alle Adblocker. Und Native Advertising heißt, dass Artikel in Zeitungen von Firmen bezahlt werden. Das ist auch nichts Neues an sich. Aber die Frage ist natürlich, ob wir das als solches erkennen können oder nicht. Und das ist sehr interessant, dass dann natürlich wieder einige Menschen Artikel sehen, die andere nicht sehen. Und dann gibt es natürlich noch Profiling und Redlining, also das sind Preisdiskriminierung. Zum Beispiel, dass man nur bestimmte Produkte nur bestellen kann, wenn man in bestimmten Bereichen einer Stadt lebt, wenn man in einer weniger wohlhabenden oder weniger guten Nachbarschaft wohnt, dann kann man bestimmte Produkte nicht bestellen. Und um das alles zu beschreiben, benutze ich das Konzept wieder von Beate Rössler. Kognitiver und voluntativer Asymmetrie der Überwachung. Und das beschreibt ganz gut, was passiert, weil sie eben eine Unterscheidung fällt zwischen kognitiver Symmetrie. Ich weiß, dass ich überwacht werde, aber ich möchte es nicht. Das wäre voluntative Asymmetrie. Voluntative Symmetrie wäre, es kann natürlich auch sein, dass ich überwacht werden möchte. Zum Beispiel, wenn ich Bonuspunkte auf meiner Bonuskarte erhalte, dann möchte ich, dass sie die Daten speichern, weil ich den Bonus haben möchte. Also das ist der Grund, warum ich das hier in diesem Kontext nenne, weil das interessante Konzepte sind, die beschreiben, was eigentlich hier gerade passiert. Ich komme jetzt auf Hannah Arendt zurück, denn diese Beispiele, wir können jetzt etwas tun, denn was uns Hannah Arendt auch gesagt hat, ist uns nie mit Urteil zurückhalten. Und zu urteilen, ich habe dieses hätte nie geschehen dürfen Zitat gebracht. Da es aber nun passiert ist, geht es darum, zu verhindern, dass das, was nie hätte geschehen dürfen, noch einmal passiert. Und dabei geht es um politische Zustände. Zum Beispiel hat Arendt ihr Buch über Urteile nie fertiggestellt,
aber von den Überbleibseln können wir einen Eindruck davon bekommen, worum es ihr dabei ging. Und dieses Urteilen ist notwendig, um moralische Katastrophen zu verhindern. Und wir können das jetzt unseren Beispielen orientieren. Und jetzt möchte ich die Gegenwart mit den Ideen von Arendt aus den 50ern und 70ern zusammenbringen. Denn wenn wir diese Versuche sehen, unser Verhalten zu beeinflussen, wie native Werbung, dann müssen wir handeln und uns nicht nur verhalten. Davor hat uns Hannah Arendt gewarnt. Ein weiteres Beispiel wäre Cybermobbing. Arendts Warnung war, dass die Tyrannei vor der Tyrannei der Mehrheit, wenn die Kinder miteinander alleine gelassen werden. Ich habe darüber in meiner Doktorarbeit geschrieben. Also falls euch das interessiert, schicke ich die euch gerne zu. Und dann haben wir die Geheimdienste, denn natürlich Arendts Analyse der Rolle von Geheimdiensten in totalitären Staaten. Sie hat sich auch mit Geheimdiensten auseinandergesetzt und es gab nicht nur Geheimdienste, sondern eben auch Geheimpolizeien. Also Geheimdienste mit der Macht der Polizei und dabei spricht sie dann vom Staat innerhalb eines Staates. Und wenn wir uns dafür Beispiele anschauen, dann sollten wir auch sehr vorsichtig sein mit allem, was heutzutage passiert. Arendt sagte, dass wir das Private so wohl wie das Öffentliche beschützen sollte. Und sie sagte, als der Bereich des Öffentlichen in der Moderne geschrumpft ist, hat sich der Bereich des Privaten sehr ausgedehnt. Und das Wort, das diese Ausdehnung kennzeichnet, ist Intimität. Heute ist diese Privatheit wieder sehr gefährdet, aber die Bedrohungen stammen eher von der Gesellschaft als von der Regierung. Das müssen wir jetzt diskutieren. Ob nicht vielleicht die Gesellschaft, also zum Beispiel Firmen, mit der Regierung zusammenarbeiten. Aber sie sind eng miteinander verstrickt. Und Arendt sagt, was notwendig ist für Freiheit, ist nicht Reichtum. Notwendig ist Sicherheit und ein eigener Platz, geschützt von den Ansprüchen des Öffentlichen. Was notwendig für den Bereich des Öffentlichen ist, ist, dass es abgeschirmt wird von den Privatinteressen, die in es eingedrungen sind, in der brutalsten und aggressivsten Art. Also das Öffentliche und das Private, der Schutz des Privaten, hat einen individuellen und einen gemeinschaftlichen Wert. Und das ist ein Punkt, mit dem ich jetzt schließen möchte. Wir möchten, dass die Privatheit genauso wie die Öffentlichkeit schützen. Und es gibt einen individuellen Wert von Privatheit. Das heißt, es hat einen Nutzen für das Individuum, für den Bürger. Und aber auch einen gemeinsamen Nutzen von Privatheit. Das heißt, wenn unsere alle Privatsphären, Privatheiten geschützt werden, ist es besser für das System insgesamt. Wir müssen spontan handeln und unsere Individualität und die Authentizität, wie wir es heutzutage nennen im Diskurs, sollten gewahrt bleiben. Und wie Arendt sagt, sollten wir uns nie davon abhalten lassen, zu urteilen. Vielen Dank. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags, ich habe den Titel nicht vor mir, Household Totalitarianism and Cyberspace, Philosophical Perspectives on Privacy, Drawing on the Example of Hannah Arendt, gehört. Aus der Übersetzungskabine verabschieden sich Advi, Nils und Friederike. Wir freuen uns sehr über Feedback auf Twitter an @c3lingo oder an den Hashtag c3t. Vielen Dank. Okay, es gibt noch Fragen.
Danke, ich war sehr interessiert in die Venn-Diagramme, die du gezeigt hast. Vor allen Dingen, weil ich das bei Hannah Arendt immer etwas anders gelesen habe. Also dieser Aufstieg des Sozialen, den du dort beschreibst. Also dass die soziale Sphäre eher ein Interface zwischen dem öffentlichen und dem privaten Leben ist und beide informiert. In dem Sinne wäre ich interessiert, welche vielleicht stellt es auch eine Gefahr dar, wenn man nicht an politischen Aktivitäten teilnehmen kann, denn das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Das, was ich immer aus Vita Activa mitgenommen habe, ist, dass man nicht wirklich an der politischen Sphäre teilhaben kann. Und das ist eigentlich notwendig, um ein vollständiges Leben zu führen. Und deswegen glaubst du nicht, dass es vielleicht eine Bedrohung darin liegt, in die andere Richtung zu gehen? Ja, es gibt ein Problem, das Arendt vielleicht nicht gesehen hat, für das sie von anderen angegriffen wurde, denn sie hat nicht gesehen, was du gerade beschrieben hast. Wenn wir diese strenge Trennung haben zwischen Privatheit und Öffentlichkeit und das Ideal der antiken Polis, dann gibt es einige Leute, die davon ausgeschlossen werden, an der öffentlichen Sphäre teilzuhaben. Und wie sie sagt, Leute sollten eigentlich die Möglichkeit haben, sich an der Öffentlichkeit teilzuhaben und darüber zu entscheiden, ob sie teilhaben wollen oder nicht. Und der zweite Punkt, warum Hannah Arendt so kritisch ist, was das, den Aufstieg des Sozialen angeht, ist, dass die Art der Gesellschaft ausschlaggebend dafür war, die Massengesellschaft ausschlaggebend dafür war für den Aufstieg totalitärer Systeme. Denn Leute in der Massengesellschaft, sagt sie, waren nur daran interessiert, zu konsumieren, zu arbeiten. Und sie waren darauf gepolt. Deswegen konnten totalitäre Systeme funktionieren, denn es gab keine anderen Verbindungen mehr zwischen den Menschen und keinen Zusammenhalt. Ich glaube, sie war zuerst. Wenn Arendt sagte, dass wir nie davon abhalten, uns abhalten sollten zu urteilen, hat sie dann daran gedacht, dass wir auch, um zu urteilen, eine gewisse Information haben müssen, wie zum Beispiel jetzt beim NSA-Untersuchungsausschuss. Ein sehr wichtiger Punkt, Dankeschön. Sie hat es in gewisser Weise in Betracht gezogen, aber nicht genau so, wie du es gerade gesagt hast oder wie wir es heutzutage beschreiben würden. Sie sagte, wir müssen anhand von Beispielen urteilen. Und sie hat vorgeschlagen, dass diese Beispiele zum Beispiel aus Märchen stammen könnten, zum Beispiel aus Ritter Blaubart, was eine sehr grausame Figur aus einem Märchen ist. Und wenn jemand sagen würde, ich will mit dieser Figur befreundet sein, dann sollte man vorsichtig sein und vielleicht nicht mehr mit dieser Person befreundet sein. Sie macht also ein paar Beispiele. Aber die Information darüber, wo wir diese Beispiele herbekommen, das ist etwas problematisch. Und sie sagt sogar, dass Massenwerbung Parallelen hat zu Propaganda. Aber sie sieht das immer noch als
sie sagt, dass Informationen hauptsächlich aus der Bildung entstehen sollten. Also in einer sehr traditionellen Weise. Sie lernen traditionell über Informationen über Religion und Autorität. Nur macht sie nicht klar, wie die Kinder, die diese traditionellen Dinge lernen, zu Revolutionären werden können. Selbstbestimmte Bürger. Ja, genau. Selbstbestimmte Bürger, die die neu handeln können, die mit neuen Dingen handeln können und Revolutionen, also Revolutionen im positiven Sinne, starten können. Ja, danke für deinen Talk. Also du sagst ja, dass der Hintergrund für Arendts Analysis diese ganzen sozialen Philosophen wie Locke und Hegel und so weiter und der Aufstieg des Sozialen als neue Entität, die wie auch immer wir die Privatheit beschützen. Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit im Sozialen. Wenn man jetzt zum Beispiel private Unternehmen in den USA hat, die quasi als Person gehandelt werden, und dabei wird diese Demarkierung sehr unklar. Arendt wollte tatsächlich, wie du sagst, eine sehr klare Trennung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, aber um sie vor den anderen Sphären zu schützen. Aber ich glaube, heutzutage ist das Ganze noch komplexer. Und deswegen trifft auch das Modell aus der Antike nicht mehr zu. Und deswegen benutzen Forscher heutzutage Dimensionen. Also zum Beispiel die lokale Sphäre meiner Privatheit ist perfekt intakt, aber zum gleichen Zeitpunkt kann die NSA meinen Computer hacken. Also ein anderer Teil meiner Privatheit wird angegriffen. Daher wird das ganze Modell sehr viel komplexer und wir müssen auch sehen, dass es einige Fälle gibt, in denen es okay ist, wenn die Privatsphäre angegriffen wird. Gerade aus der Richtung des Feminismus gibt es eben den Vorschlag, dass es Ausnahmen geben muss, die reguliert werden müssen, aber in denen in die Privatheit von Menschen eingegriffen werden kann. Und der Staat muss eben manchmal mit der Privatheit in die Privatheit eingreifen. Die Frage ist aber, vor wem wir denn eigentlich geschützt werden müssen. Und wenn wir jetzt die Informationen von einem privaten Unternehmen wollen, dann hat man die ganze Zeit diesen Wechsel zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Und können Sie die Frage wiederholen? Ich glaube, es ist einfach kompliziert. Naja, und noch zum ersten Teil der Frage. Es ist nicht nur der Hintergrund von verschiedenen Theoretikern, sondern auch der Privatheit-Diskurs. Arendt zum Beispiel zitierte auch Locke. Ich habe eine Frage vom RSI. Glauben Sie, dass Überwachung auch eine Rolle darin spielt, die Öffentlichkeit zu zerstören? Glauben Sie, dass Überwachung auch eine Rolle darin in der Zerstörung der Öffentlichkeit zerstört, deren Abwesenheit natürlich auch Diktaturen herausfordern würden? Es wird gefragt, die Frage nochmal zu wiederholen. Glauben Sie, dass Überwachung auch eine Rolle spielt in der Zerstörung des öffentlichen Raums? Ohne öffentliche Sphäre gäbe es natürlich auch Totalitarismus, denn ohne Öffentlichkeit gibt es keine Teilhabe und auch keine Experimente der Gesellschaft. Jetzt kommt die Antwort. Natürlich spielt Überwachung eine Rolle. Ich habe natürlich meine eigene Meinung und Arendt ihre. Aber ich,
ich schaue mir eben genau auch an, wie Hannah Arendt sich mit Überwachung auseinandersetzt und was da sehr wichtig ist oder das, was sie kritisiert ist, dass dein Nachbar gefährlicher werden kann als die Polizei, wenn er oder sie dich überwacht, weil die Überwachung in allen Sphären der Gesellschaft vorhanden ist und eben nicht nur von Geheimdiensten und Natürlich zerstört Überwachung den öffentlichen Raum, denn ich kann mich eben nicht so verhalten oder so handeln, wie ich mich ohne Überwachung verhalten würde. Immer wenn Privatsphäre zerstört wird, wird auch der öffentliche Raum zerstört. Hallo, ich wollte noch ein bisschen Kontext von Foucault in die es ist eine sehr interessante Idee von des öffentlichen Raums und ich wollte fragen, ob Hannah Arendt auch den Markt als Form sieht, als also der Markt, den den Zusammenhang zwischen öffentlichen und privaten zerstört, also da eine Verbindung schafft. Ja, also dass der Markt, boah. Der ganze Begriff der Öffentlichkeit wird überflüssig und Totalitarismus kommt als Resultat der Notwendigkeit, Effizienz zu erhöhen. Und ich frage mich einfach nur, ob Hannah Arendt die Märkte auch erwähnt hat. Danke, dass Sie Foucault genannt haben. Glücklicherweise haben Sie sich oder sie haben sich nicht gelesen und nicht zitiert, das wäre sehr interessant gewesen. Und ja, sogar in der Vita Activa ist Hannah Arendt sehr kritisch dem Markt gegenüber. Nicht ganz so, wie du das gerade beschrieben hast, beziehungsweise wie Foucault das beschreiben würde, aber der Markt ist ein Problem in der Moderne. In dem Moment, in dem das Soziale entsteht, übernehmen Marktinteressen den öffentlichen Raum. Und das ist natürlich ein Problem, weil es keinen Raum mehr gibt für das Politische. Und Arendt denkt, dass wirtschaftliche Angelegenheiten nicht in der Öffentlichkeit betrachtet werden. Wir haben das Soziale dafür. Aber es ist eben keine politische, im arendtschen Sinne, Thema. Das ist meine Frage. Genau, sie sagt politisch und meint das Politische als ein Raum der Potenzialität, des Unvorhersehbaren. Ja, genau, es ist ein Ort des Dialogs, aber es ist auch, Unvorhersehbarkeit spielt eine Rolle, aber es ist auch ein agonistischer Raum. Das soll immer im griechischen Sinne ein Argon sein, dass Menschen debattieren und sich um ihre Meinungen raufen. Noch eine Minute für eine letzte Frage und eine letzte Antwort. Okay, können Sie mich hören? Ich habe eine Frage in Bezug auf Totalitarismus. Bis jetzt hatten wir Systeme, die sehr stark mit einer Person verknüpft waren, Hitler, Stalin, wer auch immer. Und nun glaube ich aber, eine Veränderung zu sehen zu einer Pluralität von Unternehmen und die Staaten und die Politiker sind quasi wie Puppen.
Und ich hätte da jetzt die Frage, gibt es da eine Veränderung in der Definition von Totalitarismus und was bringt das mit sich? Danke, ich versuche das schnell zu beantworten. Arendts Idee von Totalitarismus ist, wie man sagt, die klassische Definition von Totalitarismus. Und später wurde die Definition erweitert. Für Arendt ist das Führerprinzip, also man hat, wie du gesagt hast, nur eine Person an der Spitze, sehr wichtig für einen wirklich totalitären Staat. Aber später wandelt sie dann das etwas ab und redet von totalitären Elementen und Phänomenen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du hast recht und man kann Arendts Theorie immer noch anwenden, weil sie auch sieht, dass es diese Puppen gibt, die quasi von einem Puppenspieler benutzt werden. Aber was du gerade beschrieben hast, ist unterscheidet sich definitiv von dem, was Arendt als reinem Totalitarismus definiert. Vielen Dank.